So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Ich habe gerade 1 fertig durchgespielt, habe gerade noch die Episode zum Rennen geschickt und jetzt geht's gerade weiter mit Teil 2. Ah, ich kann gerade nicht aufhören. Lass uns mal anfangen. Neues Spiel. Und wir werden natürlich unseren Charakter importieren. Stufe 43. Importieren. Okay, wir lassen das normal. Automatische Stufenaufstieg für die Gruppe. Das ist okay. Untertitel. Ja, lassen wir alles so, wie es ist. Okay, John Shepard, 43. Wir sind Infiltrator. Vorbild Commander Shepard ist dem Weg des Vorbilds gefolgt. Okay. Rex ist ja leider umgekommen, weil sie ihn erschossen hat. Ja, sie wurde auch getötet. Der Rat ist getötet worden und der Ratssitz, Commander Shepard hat Captain Anderson für einen Sitz im Rat empfohlen. Soweit alles richtig, ja? Okay. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Commander Shepard deckte die Wahrheit auf. Und trotzdem reicht das nicht aus. Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Waffen offline! Löscht mal das Feuer! Leichen findet. Alle in die Rettung, Shuttle. Joker ist immer noch im Cockpit.
Puls. Ich rufe Jokers Hintern persönlich heraus. Commander? Raus hier, verdammt! Wow, wir sind keine 5 Minuten im Spiel und schon geht die Post ab. Aller Scholle. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SSV Normandy! Okay, ich glaube, das Schiff ist nicht mehr zum Retten. Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt. Komm schon, Baby, halte durch, halte durch! Wow. Das war mal die Brücke. Ich wollte gerade schon sagen, wie hat er noch Luft? Ah, Junge, das Schiff ist nicht mehr zu retten. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Die Normandy ist Geschichte. Und wir auch, wenn wir nicht schnell hier rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Sie kommt beim anderen Angriff zurück. Ja, das war Mass Effect 2. War ja kurz. Oh shit. Habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mass Effect Genesis ist ein interaktiver Comic, der die Ereignisse von Mass Effect 1 zusammenfasst. Bisher die Geschichte lesen. Nö, braucht man glaube ich nicht. Wir haben es ja gerade gespielt, also nein. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter.
Okay, ja, wir machen mit dem Importierten weiter. Auswählen. Bin nach wie vor Infiltrator. Ruf rücksichtslos. Klingt passend. Ja. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich habe doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Aufwachen, Commander. Shepard, hören Sie mich, raus aus dem Bett, sofort. Die Anlage wird angegriffen. Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell! Greifen Sie sich die Pistole und die Pistole aus dem Spind. Wir kriegen einfach keine Ruhe hier. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Okay. Ach ja, jetzt haben wir ja hier wieder Munition. Alles klar, aber das waren die. Mal ganz kurz. Das waren ja die gleichen Typen, die wir bei Mass Effect 1 ja schon irgendwie kennengelernt haben. Und zwar da, wo ja die Falle war mit dem Riesenwurm. Und wir haben erfahren, dass die Experimente machen an Leuten. Also ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass wir bei denen sind. Und vermutlich haben es bei uns das gleiche Experiment gemacht. So viel mal zu dem. Okay. Achtung! Wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Okay. Ja. Oh, haben wir das schon wieder, dass die... Ah doch, er geht wieder raus. Oh, noch einer. Minus 2, okay. Muss ich lang? Geradeaus, links. Ich gehe mal hier rein. Da hat zumindest Munition. Jetzt heißt die Zukunft, was wird da sparsam sein? Holy shit! Was sieht die Ablenkung? Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Beeilung, zur Tür, schnell. Da brennt's. Was Vedrick und Lerster dafür, um durch Feuer zu laufen. Oh, ich kann endlich laufen. Also schnell laufen.
Okay, was haben wir alles? Datenlogs zugreifen. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümpchen in meine Richtung schiebt. Okay. War aber nicht alles für uns, oder? Alles klar. So, hier hinten hat's nix. Oh, ich bin ein bisschen angespannt. Ja? Letzteres habe ich tatsächlich ein bisschen im Kopf, dass ich sie noch hassen werde. Bereit machen! Komm hier rüber! Treffer! Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ja, gut. Es ist Ihre Station, Jacob. Ich folge Ihnen. Schritt 1. Wir erledigen diese Dreckskerle aus Metall. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Okay. Linke Umschalttaste für Befehle. Bewegen Sie die Maus über die Ziegenkraft. Taktische Tarnung. Ach, bei ihm oder was? Okay. Ziehen Sie sich zurück. Sind Sie bereit, von dieser Station zu verschwinden? Ich habe noch Fragen. Bevor wir irgendwo hingehen, brauche ich ein paar Antworten. Sicher. Was möchten Sie wissen? Ja. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Ja, ich will sie gern wieder finden. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst.
Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Naja. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Nur für mich? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schräg, aber okay. Abhauen. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test, Test. Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Gut, ja dann, los. Vielleicht mal kurz nachladen. Kommt bestimmt jemand raus, oder? Oder auch nicht. Wir wurden entdeckt. Verdammt, Wilson. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Was kann ich jetzt eigentlich alles? Sie sind für ihre Feinde unsichtbar. Es reicht Chili und so die... Okay. Da mache ich Medigel dafür. Probier das mal kurz aus. Okay, das ist nur kurzfristig. Ah. Wo sind Sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Shepard! Oh Gott, ich bin getroffen! Sie haben... Sind ja gleich da! Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig. Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie er vor der Explosion war. Mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir seine Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn er nicht mehr der gleiche Mann ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Wieso sollten sie das tun? Der ganze Aufwand nur für mich. Shepard, hier unten! Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation! Immer mit der Ruhe. Warte mal. Okay, und jetzt? Bewegen Sie Maus über die Einigkeit Kraft. Halt Verwundete. Oder wiederbelebt gefallene Gruppenmitglieder. Ah, das kennen wir ja schon. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ja. Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir in einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur 2 mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. D
Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Naja. Geht doch. Diese Mechs wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Gibt's hier noch was Interessantes? Nur dass ich, ja, okay. Nö, hat's nicht. Der kürzeste Weg zu den Shuttles ist durch diese Behälter. Überlastung. Das wäre das da. Okay. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Ja. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Sold-Gruppe. Aber im Prinzip, naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, Sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich Sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Ja, eigentlich... Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn... Datenpad. Sind die ganzen Pop-Ups jetzt? Okay. So. Sie haben uns gesehen. Mach das mit dem... Okay. Hat sie noch mehr? Ich habe leider diese tolle Minimap nicht mehr, die mir ja anzeigt, ob hier Feinde sind. Oh. Ich hätte gern diese Waffe jetzt mal. Das muss wehtun. Ich hab sie. Nice. Ich werde als erstes mal hier nach unten gucken. Eben bei so Location, wo man sonst nicht hingehen würde, hat es meistens Goodies. Munition ist voll. Mal hier noch was. Ach so, das wäre einfach noch ein anderer Weg gewesen. Alles klar. Da hätte es aber auch noch was. Schauen wir uns erstmal hier rein. Dann machen wir die Fliege. Keine weiteren. Oh, das wäre eh der richtige Weg gewesen. Okay. Wir sind fast bei. Ah, da ist. Aber sie waren doch. Was? Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Ja, den Verdacht hatte ich ja auch, dass das nicht ganz stimmt. Dass er da im Serverraum ist, aber okay. Wie Sie meinen, was ist unser nächster Schritt?
Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Kann ich den Fragen Position während des Angriffs weiter überlebende Flugziel Lazarus-Projekt? Ja, Position während des Angriffs. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Ja, typisch Cerberus, aber ja, irgendwo haben Sie schon recht. Aus Ihrem Standpunkt aus. Aber ja, gehen wir. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen Sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Laut Unterlagen waren Sie das Kind von Raumfahrern und wuchsen hauptsächlich auf Schiffen auf. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und Einheiten in schweren Kämpfen geführt, vor allem auf Torfan. Erinnern Sie sich an Konflikte mit batarianischen Sklavenhändlern? Ich habe das Nötige getan. Die Mistkerle hatten sich in einem befestigten Bunker verschanzt. Ich habe viele gute Soldaten in den Tod geschickt. Aber es ging nicht anders. Sie haben die Aufgabe erledigt. Nur das zählt. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo Sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied Ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Das oder der Tod. Es war eine schwere Entscheidung. Weil er hat ja die Bombe gehabt und die hat Priorität gehabt. Ja. Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Oh, geile Station. Okay. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Okay. Ausrüstung modifizieren. Was kann ich denn da machen? Panzerung, kein Helm. Okay, da konnte ich gerade nicht sehr viel machen. Informelles Outfit. Ist sehr geil. Das ist ziemlich badass.
Nee. Nee. Tatsächlich würde ich mich gern so anziehen. Warum bist du jetzt in voller Montur? So. Okay, lassen wir es einfach mal so. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können.
Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Keine Sorge. Wir werden herausfinden, was mit den Kolonisten geschehen ist. Naja, zumindest sind sie selbstbewusst. Hoffentlich nicht zu Unrecht. Ja, gibt's hier ein Problem? Dafür, dass sie mich 2 Jahre lang wieder zusammengebaut haben, scheinen sie mich nicht sehr zu mögen. Vor ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Dachte, das wäre... Es ist offensichtlich, dass sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ich dachte, das wäre eigentlich andersrum. Das mit den Beweggründen. Ja, gut. Mission erfüllt. Okay, wir haben einen Haufen Boni kriegt. Okay. Credits, Finanzierung. Ach, wir kriegen auch noch Gehalt. Interessant. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Ja, tun Sie, was nötig ist. Wir werden herausfinden, wer das getan hat und ihn dann zur Strecke bringen. Nichts wird uns davon abhalten. Ist das klar? Absolut, Commander. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal eine Extended-Folge. Wir werden das jetzt hier noch machen. Und wenn das erledigt ist, ist Episodenende. Mal schauen, was uns hier erwartet. Kann die Kolonie einfach so verschwinden? Okay. Wie ist das jetzt mit der Karte? Haben wir sowas überhaupt noch? Ach, das ist einfach nur so ein kurzer Ping. Also nicht mehr dauerhaft da. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ist hier Eis? Sieht frostig aus, auf jeden Fall. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja, mal hier reingehen können. Ne, sieht nicht so aus. Aber ich mag die Musik schon mal nicht. Wow. Seltsam. Bei den anderen Kolonisten sind Sicherheitssysteme deaktiviert. Mac-Aktivität. Erschießen Sie sie, bevor Sie Ihre Schilde ausschalten. Was ist das? Ziehen. Holy shit. Ist das da unten jetzt mein Schild oder das Leben? Bin mir gerade nicht sicher. Ah, Schild. Systemausfall. Jemand hat sie umprogrammiert, okay, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Moment mal, ist das da oben, wenn ich jetzt hier 1 drücke? Ah. Hotkeys. Sehr praktisch. Also muss ich nicht mehr hier rein. Oh, Wandsafe. Markieren Sie einen einzelnen Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie 2 passende Symbole gefunden haben, wählen Sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Okay. Starten wir hier. E und C. Widerstand.
Was ist da die Schwierigkeit dran? Oder ist es auf Zeit? Medikit, nie schlecht. Bereit zum Kampf. Oh, guten Tag. Du machst mal... Wo ist das mit dem Heben? Ah, das kann ich hier nicht machen. Ach, das sind meine Fähigkeiten. Kann ich das... Ah. Reißt Feinde auf molekularer Ebene auseinander, blockiert Gesundheitsregeneration. Hm, ja, bitte. Das. Sagen, du machst mal das. Und bei ihm machen wir mal das da. Wow. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen zu heftig. Hey, wo läuft sie hin? Natürlich. Verstanden. Wir? So, erstmal gucken, ob sie wieder was hat. Aber das sieht nicht so aus. Die sind wirklich mitten beim Essen weg. Und was für komische Tablas das auch sind. Ja. Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Falls Vitor den Angriff überlebt hat, könnte er uns vielleicht erzählen, was vorgefallen ist. Das hoffen wir auch. Wir haben ihn gesehen, aber er ist kaum in der Verfassung, Fragen zu beantworten. Er wurde verwundet und seine Nerven... Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. So... Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa. Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Ja, warum hast du es gesehen? Also die Frage kann ich mir selber beantworten, aber ja, klingt wie im Plan. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, okay. Interessant. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um sie. Ist jetzt wieder diese fliegenden Geschütztürme wie beim ersten Teil? Hey, komm, lass mich vorbei. Systeme aktiv. Kollision zu erwarten. Keiner? Okay, nee. One safe. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Widerstand. C, C, C. Das und das. Das und das. Okay, ja, das ist ziemlich einfach. Ich habe gerade ein bisschen Auge auf meine Aufnahme. Ich sehe gerade, dass es ein paar Frames gibt. Ich hoffe mal, das fängt sich jetzt gerade wieder. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Was ist Überlasten? Das da. Oh, scheiße, Raketen. Ah, und ich habe keine Munition mehr.
fuck. Überlasten. Das war's für dich. Ziel am Boden. Rasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Das läuft ja echt gut bei ihrem Team. Und ich brauche Munition. Ganz dringend. Oh, das sieht noch Stress aus hier unten. Oh ja. Überlasten und ich tue mich mal tarnen. Scheiße, ich kann gar nichts machen. Die zwirbeln ganz schön rein, ey. Nochmal überlasten, bitte. Ich hab, so muss es sein. Shepard, wir sind im Inneren der Ladedocks. Vito hat einen schweren Mech umprogrammiert. Der zerlegt gerade Prasas Einheit. Sie wollten als Erste bei Vito ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. U und E. Einmal. Bestätige. Verstanden. Dann hole ich jetzt meine große, wo mir da. Ich habe ja doch mehr Waffen. Ja, dann nehmen wir mal Granatwerfer. Ich leite nur einen Schuss ab. Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Oh, holy shit. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Wo ist er? Angriff. Mit Überlastung. Mit Überlastung. Wir machen M4. Halten Sie Ihre Schilde auf. Halt, ich brauche eben Fokus. Ja. Versuchen Sie, Ihre Schilde zu überlasten. Wow, wow, wow. Holy fuck. Ja, und werde beschossen. Wir sollten vielleicht nicht hier stehen. Tarnung, Rob, und dann brauchen wir vielleicht noch mal Heilung. Jetzt machen wir euch fertig. Oh Gott sei Dank. Ist er fertig? Okay, das ging nochmal gut. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal erstmal wegen am Loot, was wir hier alles so haben. Okay. Hier mal wieder Geld. C. So und so. Okay. Und das und das. Sehr einfach. 3000 Credits. Das könnte nützlich sein. Wir können das Forschungsprojekt Schrotteln der M2 jetzt leisten. Hier gibt es einige Sachen, die neu sind. Das werde ich mir dann vermutlich in Ruhe nochmal anschauen. Ah, ihr seid da drin. Ah, da gehen wir zuerst da oben rein. Einfach nur wegen dem Loot.
Monster kommen zurück. Oh. Nix beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hey, ich rede mit Ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Max, beschütze mich. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Kein Entkommen. Kann mich nicht ewig verstecken. Sie sind keiner von denen. Sie sind ein Mensch. Sie haben sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Warum haben die Kolonisten sich nicht gewehrt, Vitor? Was ist geschehen? Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Sehr viel Sinn. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber sie überlassen ihn bitte mir. Ja, ich würde ihn auch mit dir mitschicken. Vitor geht mit Tali, Vitor. Ja. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung.
Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Die Daten aus dem Universalwerkzeug dürften sich als nützlich erweisen. Wir analysieren sie noch. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Ja, wir hatten eigentlich ein gutes Team. Und ich bin Spectre. Zuerst mal das. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Was? Warum? Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Der? Wo ist Kaidan Alenko? Er ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Seine Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Ja, bin mal gespannt, wie Sie darauf reagieren, wenn ich dann wieder bei der Zitadel bin. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte.
Er soll einer der Besten sein. Einer, dem sie trauen können. Joker. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte angesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag. Deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Okay, das war jetzt... Boah, es ist laut. Gehen wir kurz hier raus. Wobei, hört die Musik wieder auf. Mal gucken. Ich glaube, die bleibt zu laut. Ja, wir sagen mal ganz kurz beenden. Komisches Gefühl sein. Ist alles so wieder zu sehen. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ich mache eine Forschung. Sie begreifen das nicht, oder? Sie führen diese Mission nicht, sondern ich. Agentin Lawsons Argument ist stichhaltig, Shepard. Ohne den Professor führt jedes Zusammentreffen mit den Kollektoren automatisch zur Niederlage. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Ja. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Oh, das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, das könnte doch ein Problem werden. Wen muss ich noch treffen? Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitungen abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Ah, ich traue dem Ganzen noch gar nicht. Ich meine, die geben ultra viel Geld für uns aus, aber... eigentlich wollen wir gegen sie. Aber warte, wir können Status-Updates über ihre Gruppe abrufen. Okay, das ist neu. Waffenkammer. Also die Waffen für ihre Gruppe auswählen. Da werden wir auf alle Fälle mal vorbeischauen.
Wenn sie den Fahrstuhl mit einer anderen Dexter nochmal die zu gelangen. Ja, macht Sinn. Das ist Captain. Gewaltgewinn können sie ihr Aussehen verändern. Auch das werden wir vielleicht nutzen, wenn wir neues Zeugs kriegen. Techlabor, regeln sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung ihrer Gruppe erforscht. Okay, also kommen wir da schon mal nicht drum herum. Okay, ja, liebe Leute, das war's mit der ersten Episode. Wir haben unsere Normandie wieder und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr zu entdecken als wie im ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü!